Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Unser derzeitiges Projekt ist es, ein paar Sachen zu bauen, höchstwahrscheinlich. Ich kann mich erinnern an, muss mal kurz gucken. Wie hieß die ganze Scheiße nochmal? Baupläne, ho? Basisinstallation, Wasserfiltersystem. Ich glaube, das war es, was wir brauchten, ne? Ah, guck mal, hier Bilder, die ich gemacht habe aus Versehen. Cool, ne? Wir hatten da noch was anderes, was ich brauchte, aber wir können uns immer das Wasserfiltersystem angucken. Genau, ich wollte ja eine bessere Tauchflasche machen, ne? Mit Ultrakapazität. Aber ich glaube, da fehlen mir die Ressourcen für. Einen Krebs kann ich auch schon bauen. Aber wir brauchen da so viel Zeug. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das Wichtigste ist halt erstmal wirklich dieses Wasser. Ich will keine Fehler melden. Ich habe keine Fehler. Wo ist denn der Scheiß? Moment. Wir können ja einfach hier hingehen. Ja, Werkzeug, toll. Ach, stimmt. Mein Inventar ist ja noch voll mit einer komischen Sporttasche, die ich nicht brauche, aber die ich mitgenommen habe. Ach ja. So, wir haben Cappy und hast du nicht gesehen? Wir haben hier noch Essen am Start. Poster, was wir irgendwo hinhängen können. Da, den Konstruktor wollte ich doch mitnehmen und dann... So. Okay, wir haben auch 1 Milliarde Batterien am Start. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal so, dass wir die Batterien dann hier reinlegen. Auch wenn sie voll sind. Alter, hier ist leer sogar, ne? Haben wir noch eine leere, oder? Rein theoretisch kann ich meine Batterien mal austauschen. Ja gut, die ist noch zu 80% gefüllt. 84. 91. Ja gut, da muss ich nicht viel austauschen. Aber sonstiges. Wir haben einen Glastisch bekommen. Ein Einzelwandregal. Ein Labortisch. Ja, nice. Da, Wasserfiltermaschine. Aerogel. Wo zur Hölle nehme ich das her? Ich brauche das. Ich brauche diese Filter, dieses Filtersystem. Das ist alles, was ich benötige. So. Hier finde ich das nicht. Hier auch nicht. Wo finde ich denn dieses Gel? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man dieses Gel herstellt, oder? Ist das möglich? Wieso gibt es hier keine Suchfunktion? Ja geil, wir wissen nicht mal, wie wir dieses Gel herstellen. Also ein Frachtmodul wäre auch nicht schlecht. Ah, wir haben ja nicht mal mehr eine Seemotte. Stimmt. Da war ja... Da, das hier wollte ich machen. Lithium 4-mal. Okay. Ich glaube, das müsste hier abgebildet sein. Ja, wir wissen noch nicht mehr, wie man das herstellt. Haben wir denn Lithium? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben auf jeden Fall für die Seemotte ein Tiefenmodul Stufe 1 am Start und für den Zyklopen etwas. Oh, wir sollten erstmal... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben in den letzten Folgen so viel gesammelt. Wir haben Batterien ohne Ende. Wir haben eine Energiezelle. Könnte ich hier meine Seemotte reintun? Das wäre, glaube ich, Verschwendung. Ich glaube, am besten packe ich die in den Seegleiter. Ich glaube, in den Seegleiter das Ganze zu packen, ist, glaube ich, am besten. Ach, cool, kann ich gar nicht. Naja. So, Leute, wo fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir fangen damit an, die Seemotte zu rekonstruieren, ne? So, dann nehmen wir halt die ganzen Batterien und packen sie auch woanders hin. Meine Liste, durch diesen einen Einsatz, den wir gemacht haben, ist meine Liste so enorm gestiegen. Unglaublich. So. Hier sitzt jetzt da rein. Nicht austauschen. Das kann da noch hin, das kann da noch hin. Okay, gucken wir mal nach der Seemotte. Was brauchen wir dafür nochmal? Welcome aboard, Captain.
Habe ich mein Handy hier? Nein, scheiße, sonst hätte ich ein Foto von gemacht. Ich kann mir das nicht merken, keine Ahnung. Ich bin zu doof zu merken. Ich habe immer gedacht, ich bin sehr intelligent, dabei bin ich endlich sehr vergesslich. So. Fassoyer. Yeah. Wir können jetzt einen Krebs bauen, dafür brauchen wir Aerogel. Das hört sich nach Luft an. Nach Luftpolsterfolie oder so, keine Ahnung. Ansonsten ist das alles eigentlich recht einfach. Zyklop können wir noch nicht. Energiezelle. Gut, da haben wir schon mal die Energiezelle. Titanbarren, Glas und Schmierstoff. Gut, Schmierstoff ist gar kein Problem. Titanbarren auch nicht und Glas auch nicht, ne? Ja, können wir die Seemord eigentlich direkt wieder bauen. Das hört sich doch gut an. So, mal ein bisschen Energie sparen hier. So, wir werden auf jeden Fall erstmal in nächster Zeit... Wow, wow, das war ja richtig gut. Wir werden in nächster Zeit ziemlich viele Ressourcen sammeln. Ich werde die Staffel auch bis zum 15. laufen lassen und dann ist Staffelende fürs Erste. Aber ich komme auf jeden Fall zurück. So viel ist klar. So, ich weiß, dass wir noch einen Titanbarren hatten. Wir haben sogar zwei Titanbarren. So, dann brauche ich Glas. Glas. Cool. Davon habe ich sogar noch einen. Okay, Rubin haben wir auch noch am Start. So, für Glas brauchte ich zwei, ne? Ne, ist emilliertes Glas. Glas, zwei Quarz, okay. Lithium muss ich auch mitnehmen. Davon haben wir erst zwei. Das ist alles Blei, ne? So. Plastalbaren. Ah, Lithium und Titanbaren. Ja gut. Versuche ich mir mal zu merken. So, okay. Wir haben jetzt das Glas dabei. Wir brauchen jetzt nur noch das Schmierstoff. Ne? Habe ich noch was auf Lager? Ein Schmierstoff habe ich auf Lager. Ich weiß nicht, wie viel ich gebraucht habe. So eine Batterie am Start. Und das war auch irgendwas Seltsames. Keine Ahnung. Gut. Habe ich hier irgendwo noch Lithium am Start? Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Lithium. Ne, die Batterie packen wir erstmal hier rein. Okay, gucken wir mal, ob dieses eine Schmierstoff schon reicht, um das zu bauen, was ich möchte. So schaltet der sich immer automatisch an. Ich will das gar nicht. No? Ach da. So, Schmierstoff. Wie viel habe ich gebraucht? Ah, nicht viel. Okay. Damit wäre das fertig. Lass mich hier raus. Und da haben wir unsere neue Seemotte. So. Ich bin glücklich. Jetzt haben wir unsere Seemotte wieder zurück. Hier müssen wir auch demnächst mal umbauen. Ich will auf jeden Fall das alles entfernen. Und das entfernen. Kommt dann alles hier oben hin. Dann bleibt nur diese eine kleine Station da unten, um das Ganze festzuhalten, damit es auch cool aussieht. Und den Rest bauen wir dann nach oben. Meine Nase juckt, ey. Wo soll ich die Kackbratze hin? Hat die sich verzogen oder was? Okay, wir bräuchten wahrscheinlich auch noch eine zweite Batterieladestation. Oh, so viel, so viel, so viel. Okay, das ist der Zyklop. Ach, das andere Ding habe ich dabei, okay. Alter, ich steck fest. Was ist denn los? Hä? Ah, Erweiterungsmodule. So, Zerstörungstiefe nun 300 Meter, das ist gut. Ich würde das sehr, sehr gerne noch erweitern. Sehr, sehr gerne. Vor allem habe ich noch vor, andere Dinge zu machen. Aber dafür brauchen wir höchstwahrscheinlich noch ein anderes Modul, ne? Lass uns erstmal gucken, was wir alles so machen können. Eventuell konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Basisbau. Wo ist mein Konstruktor hin? Habe ich den eingelagert?
Ich weiß nicht, wie du da reingekommen bist. Okay, vielleicht sollten wir uns erstmal um das Wasser kümmern. Ein Frachtmodul wäre auch nicht schlecht, aber ich kann das ja nicht bauen, ne? Irgendwie fehlt mir was dafür. Und ich wette... Wo ist das kleine Ding? Ja, Aerogel, ey. Fahrzeugerweiterungskonsole. Moment! Die haben wir doch, ne? Ja. Hier. Yeah. Oh, ich kann die Farbe ändern. Geil. Rumpf. Was? Weiß. Was? Es ist nicht weiß. Wir haben hier verschiedene Farben noch übrig, ne? Oh, jetzt verstehe ich. Ah, das heißt, wir können hier eine Farbpalette aufrufen. Interessant. Okay, wie wäre es, wenn wir hier rot machen? So, der Rumpf, das ist hier. Den machen wir weiß. Die Streifen haben wir auch rot. Und innen machen wir weiß. So, fertig. Seemotte. Hans-Dieter. So, aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Ich dachte, ich kann sie hier erweitern. Naja, gut, dann halt nicht. Kann ich das eigentlich auch zumachen? Nö, bleibt immer so offen. Okay, ja, wir haben unsere Seemotte gepimpt. Da steht sogar Hans-Dieter. okay, die Schrift. Davon kann man halten, was man will. Vor allem ist sie verpixelt, wenn ich von hier aus rangucke. Ja, gut. Ist in Ordnung. Ja, es sieht schon cool aus. Auch wenn die Farbe irgendwie unter Wasser verschwindet. Gut. Dann würde ich glatt behaupten. Womit fangen wir an? Wo ist eigentlich die Kackpratze hin? Hat er sich echt verzogen? Ach so, du bist es. ich weiß nicht. Ja, es ist echt zu schade, das Ganze abzureißen, ne? So. Wir könnten hier rein theoretisch ein bisschen bauen, ne? Was ist, wenn wir vier Stück zusammen machen und die zu unseren zu unserer Basis machen, zu unserer Basisstation? Das wäre eine Möglichkeit. Gut, fangen wir hier einfach mal an. Ach, ich weiß nicht, ich muss mir da eigentlich ein Bild für machen, ey. Schwer zu sagen. Ist schwer zu sagen, wo ich jetzt was hinbaue. Okay, folgendes. Dann machen wir doch hier die Schränke hin. Machen wir hier komplett alles voller Schränke. Aber nicht dahin. Da kommt ja noch eine Tür hin, ne? So. Passen da rein theoretisch drei hin? Ich glaube schon, ne? Wenn ich das alles ein bisschen besser manage, dann passen an allen Ecken drei hin. So, okay. Dann muss ich das hier leicht versetzt rauf tun. Das alles natürlich schön ist. Zack. Er muss ja auch noch hier, ne? Die Treppe hin. Okay.
So. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock, Subnautica doch weiterzuspielen. Ich weiß nicht, ich bin gerade mitten im Flow. Also mir macht es gerade so viel Spaß, dass ich ehrlich gesagt keine Lust habe, wie die Staffel zu enden. Mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht plane ich auch um. Ist halt ein bisschen schade, wenn man gerade so weit ist, dass man aufhören muss. So. Titan. Wir brauchen jetzt ganz, ganz viel Titan. Aber wir haben noch ein bisschen Titan am Start. Okay, ich muss das Quarz holen. Quarz und Titan. Da war ja was, stimmt. Kann ich eigentlich hier durchgehen? Ach ja, da war ja was. Aber wenn ich nochmal durchgehe. Ja. Oh, ich habe das Licht angelassen. Ah. Hans-Dieter angedockt. Oh, Fabrikator. Universalmodule. Frachtmodul. Ah, cool. Dankeschön. Was haben wir noch? Maschineneffizienz. Rumpf, bla bla. Seemottenmodule. Stufe 1 haben wir. Solarladegerät brauche ich nicht. Perimeterabwehrsystem generiert ein örtliches begrenztes elektrisches Feld, um aggressive Tiere abzuwehren. Das gefällt ja auch nicht schlecht. Torpedosystem, ein Trägersystem für Standard-Nutzlast zum Auffangen von Torpedos. Seemottensonar, ein dediziertes System zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf der. Oh. Das brauchen wir auch. Ich glaube, Magnetis haben wir sogar, ne? Krebsmodule. Torpedos. Ja, cool. Wir packen erstmal das Frachtmodul hin. Wir werden das früher oder später wahrscheinlich auswechseln, aber anfangs ist das, glaube ich, noch ganz praktisch. Hört auf, hier rumzufliegen. Dass wir quasi hier ein bisschen Fracht haben. Wie viel passt da rein? Ah, nicht wirklich viel. Kann ich rein theoretisch mehr Frachtmodule anbringen? Weil wir haben ja auch noch mehr Seiten. Ich probiere das mal aus. Ich meine, solange wir nichts anderes haben. Ne? Ist doch gut. So. Müsste auf der anderen Seite ja auch noch einer sein, ne? Ja. Gut. So, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz prüfen, ob der nicht schon vorher da war. Nein, okay. Wie hier die Fische rumfliegen. Wenn ich den dahin packe, wo landet der dann nach? Hier vorne. Gut, perfekt. Es ist besser, wenn alles auf einer Seite ist. Ich könnte zwar jetzt noch einbauen, aber mir fehlt jetzt natürlich das Lithium, ne? Aber gut, wir haben auf jeden Fall schon mal Frachtmodul gebaut. Das ist perfekt. Ja, ich möchte definitiv hier alles abbauen. Ich möchte, dass alles nach oben kommt. Ist zwar ein bisschen schade. Um den ganzen Kram. Aber naja. Vor allem ist es sowieso leer. Komm. Okay, der Fabrikator kann auch schon mal weg. Genauso wie die Luke. So. Jetzt muss ich den ganzen Kram aber noch nach oben transportieren. Wisst ihr was? Aber das machen wir. Mache ich alleine. Da müsst ihr ja nicht dabei sein, wie ich alles ordne. Aber ich brauche das Quarz. Okay, folgendes. Das alles kommt mit. So. Wieso habe ich noch Glas am Start? Der Rest kommt hier erstmal rein. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich hier alles jetzt reinpacke. Ich hätte eigentlich alles direkt oben reinpacken sollen, aber egal. Passiert. So. Spind.
Da muss ich halt nur gucken, wie ich das alles ordne. Aber wie gesagt, das mache ich alleine, also. Da müsst ihr nicht dabei sein. Ich will da nicht reingucken. Ich habe extra bei 100% aufgehört. Okay, jetzt geht mir das Quarz aus. Shit. Ob ich das noch schaffe, die letzten zu bauen? Ich glaube nicht, ne? Okay. Oh nein, ich habe noch so viele Spinde. Wir hatten doch eine Einheit, die wir in die Mitte bauen konnten, oder nicht? Da. Modifikationsstation. Computership Diamant. Den packen wir dann. Wir die mittig hin, oder? Weil hier an der Seite wird ja eh keine Tür sein, ne? Ne, hier an der Seite wird keine Tür sein. Das heißt, wir packen den hier hin. Und den da drüber. Einfach nur, damit wir den schon mal haben. Ach, ja, gut. Geht das noch? Ja, gut. Aber guckt's euch an. Ich würde sagen, das ist schon ganz geil. Das ist schon ganz geil. So. Ja, gut, Luke. Das Observatorium packen wir auch anders hin. Es ist nutzlos. Das. Komme ich raus, wenn ich das hier noch demontiere? Ja. Ich brauche ehrlich gesagt keine Luke mehr. Tschüss, Observatorium. Ich muss hier ein bisschen umbauen. Es nützt nichts, hier 1 Milliarde Sachen rumliegen zu haben. Rumstehen zu haben, die ich effektiv nicht nutzen kann. Deswegen wird hier jetzt ein bisschen was auseinandergebaut. Hier die ganze Ecke vielleicht. Obwohl, ich könnte. Ja, da leben und da arbeiten. Da könnten halt meine Boote und so weiter sein. Ich weiß auch nicht, wo die Kackbratze ist. Oh. Okay, dann kommen wir hier nämlich hoch. Wobei das später halt unnütz sein wird. Es wird mich hier runterführen. Also eine kleine Abkürzung hier zu unserem Garten, der dann hier später entstehen wird. Aber bis dahin geht der hier auf jeden Fall weg. So, das dazu. Na gut, du bist auch ziemlich nutzlos. Vorrat ansehen, kann ich dich mitnehmen irgendwie? Okay, Solarmodul. Das kann erstmal hier bleiben. Oh, ich muss ziemlich viel nachdenken jetzt, wie ich das Ganze planen möchte. Später wird nur noch das hier bleiben. Dann wird hier auch eine kleine, ja, kleine Anlage entstehen. Aber das hier wird auch nach oben wandern. Im besten Falle wird dann hier die Station sein, ne? Weil die Kackbratze ist ja anscheinend weg. Die hat sich verzogen. Höchstwahrscheinlich zum Schiff geschwommen. Nehme ich an. Was ganz gut ist. Ja, und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall um unsere Basis. Ich möchte das hier unbedingt alles schöner haben. Das ist alles mir noch. Es ist mir alles zu viel und zu blöd und. Na gut. Freunde, ich würde sagen, ach cool, hier haben wir noch ein bisschen Glas. Ja, komm, das bringe ich noch rüber. Komm, das machen wir noch. Vielleicht schaffen wir noch alle Kästen zu bauen. Verwirrend, wo ich jetzt hin muss. So, zack. Oh, sehr schön. Gut, dann werden wir hier beim Konstruktor auf jeden Fall,
so Material hinpacken, wie Glas und so ein Kram, ne? Dann hier so schon, ja, veredeltes Zeug. Ich habe keine Ahnung, hier oder halt unsere Sachen, unsere Klamotten und so weiter. Schau, dass man das alles nicht beschriften kann. Das würde es alles ein bisschen leichter machen. Ja gut, dann würde ich sagen, laufe ich jetzt mal ein bisschen hin und her und überlege mir noch, wie ich das Ganze handhaben möchte, wie wir das Ganze schön kriegen und dann sammeln wir ordentlich Ressourcen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.